Willkommen zurück zu. Oh, ist ja ein neues Spiel. Okay, als würde ich das jetzt nicht mit Absicht machen. Ja, schon wieder ein neues Spiel. Bei all den Projekten, die ich angefangen habe. Aber ich bin mal ganz still. Ihr müsst die Atmosphäre bekommen. Wir sehen eine glückliche Familie. Epic Intro incoming. Übrigens, ja. Genießt es einfach. Ich werde versuchen zu übersetzen, wenn ich schnell genug bin. Realistische Zeichnung. Aber wirklich. Oh. Ich rede wahrscheinlich ins Epic Intro ein. Ja, die Story gewinnt sicherlich einen Innovationspreis. Ich kann einfach nicht die Schnauze halten, tut mir leid. Planeten des Illis-Solarsystems wurden von einem mysteriösen Feind angegriffen. Die unzerstörbaren Truppen des Feindes überwiegen die kleinen und müden des unseres. Ja, gut. Und eine Taschenuhr, eine Hand. Oh, ich liebe den Zeichenstil, Leute. Schon jetzt ein Grund, warum das Spiel awesome ist. Nach Monaten von harten Angriffen des Feindes hat nur noch ein einziges Schiff überlebt. Excellent. Ja, dass ein einziges Schiff jetzt überlebt hat und wir die Ein-Mann-Armee sind, ist ziemlich unrealistisch. Aber hey, so haben wir mehr Spaß. Ich meine, wir haben mehr Feinde zu zerstören, mehr Level zu bewältigen. Also ein A-Type und Radius kann ich euch schon mal sagen. Oh Mann, dieses Spiel ist einfach nur episch. Ja. Also, um erstmal vorweg zu sagen, das Spiel ist, ja, wie soll ich sagen, semi-blind. Ah, ihr seht jetzt alles. Alter, das schneide ich nachher weg. Manchmal funktioniert mein Emulator eben nicht. Okay, gut. Ich gehe erstmal auf Setup. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Einstellungen sind. Ich habe es so lange her, als ich es gespielt habe. Ich bin leider ungefähr semi-blind, aber noch nicht mehr das vielleicht. Vielleicht, ja. Okay, ich meine, ich hab nur das dritte Level geschafft, aber ich weiß, dass es sehr viele Level gibt. So, wir können natürlich zwischen easy, normal und hart unterscheiden. Gut, ich könnte jetzt natürlich die Pussy sein, alles auf easy machen. Was ich wahrscheinlich auch machen muss, aber. Nein, 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 nein. Ich werde nicht wie bei Street Fighter alles auf null stellen. Nein, wir legen erstmal los. Trigger Speed. Ich weiß leider nicht, was das ist. Ich glaube, wie schnell man auf den Knopf drücken kann. Ach, ich weiß auch nicht. Man hat ja andauernde Schüsse. Erstmal vorweg, XLA ist ein Vertikalshooter, der keinerlei Fortsetzung hat und auch, obwohl es eine Fortsetzung geben sollte, ja, die hat es halt nie gegeben. Die wurde nie fertiggestellt, was ich sehr schade finde. Meiner Meinung nach ist XLA der beste Vertikalshooter für den Super Nintendo und vielleicht einer der besten, die ich jemals gespielt habe. Und das, obwohl ich nur ein Level oder zwei, drei kenne. So, ja, erstmal ein paar Informationen zu nennen. Wir haben nur ein einziges Schiff, XLA, das ist ja klar. Und wir können das nach und nach mit immer mehr Waffen ausstatten. Wir haben drei verschiedene Waffen zur Verfügung und innerhalb des Fortschritts, also je weiter wir vorankommen, können wir variieren zwischen neuen Waffen. Und ja, deswegen bleibt dann so ein bisschen die Zusammenstellung selbst überlassen und es ist, wie gesagt, taktisch. Also erstmal unsere, ja, Hauptwaffe würde ich es nicht sagen. Das ist unsere Haupt-Nahkampf- oder die stärkste Waffe, sag ich mal, der erste Pott. Zweite ist halt die Seitenwaffe und Bay ja unten, also, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, da wir ja nur zwischen drei Sachen wählen können, nehme ich die. Ich tue mal wieder das offensichtliche Schildern. Gut, ja, es fängt erstmal an, dass wir wirklich vertikal steuern. Ich muss hier erstmal richtig reinkommen, neben dem ganzen Erklären. Was ich jetzt gerade einsetze, ist übrigens meine Seitenwaffe. Die ist übrigens die nützlichste Waffe hier im Spiel, würde ich sogar sagen. Denn man sieht, direkt zu Beginn wird man ins kalte Wasser geschmissen. Wenn man hier nicht variieren kann, hat man schon keine Chance. Alter. Oh, gut, ich mach mal hier bei mir selber, bei meinen Tonboxen, ein bisschen leiser, nicht, dass es irgendwie so doof widerhallt. Man kann immer zwischen den Schultertaste wechseln. Ihr seht gerade, eine Waffe von mir wurde zerstört, weil ich zu schlecht gespielt habe, weil ich mich treffen lassen habe und weil ich zu viel geredet habe. Aber das lässt sich ja hier nicht mehr vermeiden. Ich mach daraus erstmal einen Part. Also das hier ist übrigens unsere reguläre Standardwaffe. Wenn wir keine Waffe haben, können wir mit der Waffe schießen, was nicht viel bringt. Die Seitenwaffe, damit kann man meistens seitliche Angreifer halt abwehren, wie es der Name sagt. Und die Raketen. Oh ja, die Raketen. Ja, die kann man halt gut für schwer gepanzerte Gegner gebrauchen. Diese komischen Festungsschiffe und alles. Wie gesagt, die Waffen ändern sich noch.
Man selbst hat 3 Leben und wenig Continue, soweit ich weiß. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Und vor allem, das Besondere war halt, ja, nicht so wie bei R-Type oder Gradius, kann man dann wieder ab dem Level anfangen, wenn man alle Continues verbraucht hat. Oder es gab gar keine Continues, genau. Nein, man muss alles wieder von vorne machen, also ja. Ein bisschen schade, weil gerade deswegen, also das Spiel gerade selber ist total schwer, wie ihr vielleicht seht, schon im ersten Level. Und ungeübte Spieler können wirklich sehr viele coole Level verpassen. Ich habe auch sehr viele coole Level verpasst. Ich habe einige aber auch bei YouTube gesehen. Und ja, jetzt wurden meine beiden ziemlich starken Hauptwaffen zerstört und man kann immer noch Kleinraketen feuern. Ach, stimmt ja. Also ich muss erstmal reinkommen. Verzeiht meines Nubbischness gerade. Ja, das Spiel ist echt geil, kann ich euch garantieren. Und vor allem hat es auch noch coole Endgegner. Also, ja, das, ich denke mal, das ist das A und O bei einem Vertikalshooter. Tatsächlich werden wir nicht nur vertikal noch steuern, sondern auch horizontal. Ich glaube, das wechselt sich von Level zu Level ab. Ich bin leider nie weit genug zu kommen, um noch mehr ja, horizontal Level zu sehen. Das ist dann so ungefähr wie, ähnlich wie Gradius und so. Gut, ja, das wird jetzt erstmal ein bisschen lange brauchen. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ist er jetzt erledigt, oder? Das verschwindet immer im Wasser. Ich versuche mal so eine normale Waffe. Das geht ja hier gar nicht. So, das ist ja das Coole. Man verliert ja nicht direkt ein Leben. Man kriegt erst seine Waffe beschädigt und dann wird man erst vernichtet. Es sei denn, man knallt gegen den Gegner. Dann ist man sofort vernichtet. Also Schüsse machen nur die Waffe kaputt. Wow. Aber Kollisionen sind extrem lebensgefährlich. So. Oh, die muss ich mir schnell Weg freischießen. Das ist auch so ein Problem, was ich denn doch bei dem Spiel sah. Es ist oft so, dass man an der Kulisse scheitert. Tatsächlich, manchmal scrollt das Level übel schnell, du weißt nicht wohin und aha, man muss echt hier die Orientierung gewinnen. Boah. Gerade dabei noch zu reden, aber da muss man echt hoch konzentriert sein. Und das ist jetzt keine Ausrede. Oh, gut. Ich weiß gar nicht, ob man an so kleinen Stückchen schon hängen bleiben kann. So. Ich muss sagen, ich habe auch meinen Vorrat an Let's Play-Missionen schon wieder verbraucht. Das heißt, ich muss gerade wieder anfangen, Neues aufzunehmen. Und ja, ich habe zwar viele Projekte, aber ich mache gerade das, worauf ich Lust habe. Und das ist halt ein neues Projekt, und zwar X-Lay. Sonst habe ich auch nicht so viel Zeit im Haus. Also meistens eben habe ich im Haus. Gerade jetzt ist keiner, außer mein kleiner Bruder, der, glaube ich, im Nebenzimmer Fernsehen guckt. Oh mein Gott, er guckt Boxen. Wie kann man ein kleines Kind so einen hirnlosen Sport ausnutzen? Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mehr, was daran sehenswert ist, aber okay. Boxen klingt direkt cool für Kinder, also. Verständnis. Wollen wir schneller fliegen? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh. Weil das ist hier doch ein bisschen. Ich wechsle immer zwischen Seitenwaffe und normale Waffe. Alter, der Endgegner. Wenn ich jetzt nicht gleich sterbe, wird der Endgegner ewig lang dauern. Kann ich euch garantieren. Auch hier versuche ich wieder zu machen. Ein Part, ein Level. Mal gucken, ob ich es einhalte. Nein, ein Part wird wahrscheinlich auch mehrere Fails beinhalten. Ich versuche zumindest das Level zu schaffen. So, der Endgegner war noch eine riesige Spinne, soweit ich weiß. Oh, die Musik. Komm, die fängt an, gut zu werden. Ja, das kann man auch als Spinne bezeichnen, oder? Ja, der Kampf fängt noch nicht ganz an. Man kann nicht jeder Schaden machen. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße, dass ich meine beiden geilen Waffen, die die Endgegner so gut platt machen. Nein, der Traktorstrahl! Ja, er verlangsamt einen. Ja, wie ein Spinnennetz halt. Aus dem Laser. Aufpassen, ich will mich hier nicht treffen lassen. Ah! Ah, scheiße. Ich habe jetzt gerade meine Waffe nicht ausgerüstet. Das war das Problem. Deswegen habe ich jetzt auch nicht meine andere Waffe verloren. Alter! Ah, Schluckraketen! Ah, ich muss hier echt mal reinkommen. Ah, das sieht schlecht aus, Leute. Vor allem diese kleinen Spinnen, die mal rauskommen. Ah, ich weiß auch nicht, wie viel Leben der Gegner hat. Ah! Kann ich denn nicht mal aufpassen hier? Ich wollte eigentlich einen tollen, fulminanten Start machen, aber na, ich teste das Spiel nicht, bevor ich spiele. Nein, ich fange direkt an. Weiß nicht. Für den Anfang ist das doch ganz gut, oder? Und ja, au, ich habe wieder mein Leben hinzubekommen. Ja, plus, minus, null oder so. Man muss aber am Anfang schon das Spiel sehr gut sein, um in den späteren Level überhaupt eine Chance zu haben. Will ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, das war das erste Level. Der Part geht noch nicht mal 10 Minuten. Ich hätte den auch unter ganz alten YouTube hochladen, Rechnungsbedingungen hochladen können. Ja, das klingt jetzt komisch. So, wir haben eine neue Waffe freigeschaltet und zwar, ja, Explosionsbomben. Genau, und die können wir im nächsten Level gut gebrauchen.
Ja, der Unterschied ist einfach, die schießen geradeaus, die schießen nach unten. Bei einem Vertikal-Level wird das natürlich irgendwie keinen Sinn machen oder so, aber ja, ich habe ja schon gesagt, es gibt auch Horizontal-Level. Von daher freuen wir uns aufs nächste Level. Bis gleich.